Netzprediger 32 ist da mit dem ersten Publikum und heute mit folgenden Themen. Wir werfen einen Blick natürlich auf die Netzreaktion zum Flugzeugunglück am Dienstag. Außerdem, Raik Anders wirft einen Blick auf ein Jahr Untersuchungsausschuss zur NSA, einen kleinen Rückblick. Ich hoffe, ihr erinnert euch noch daran, wie Merkel stets betont hat, auf deutschem Boden gilt deutsches Recht. Es wirkt im ersten Moment wie eine platte Floskel, aber im Hinblick auf dieses BND-Rechtsverständnis sind diese Worte tatsächlich sehr überlegt gewählt. Denn nach dieser BND-Auffassung hat Merkel mit ihrer 6 Jahre Kindergartenlogik durchaus recht. Die Daten werden ja im Weltraum erhoben, also nicht auf deutschem Boden. Und Adam, du warst auch unterwegs. Wo hat es dich hinverschlagen? Auf die CeBIT. Man hat inzwischen gemerkt, sehr auf Geschäftskunden ausgerichtet, aber wir haben trotzdem einiges da gefunden. Und selbst Großkonzerne wie die Deutsche Telekom zeigen auf der CeBIT, dass sie den Kunden beim Thema Sicherheit nicht im Regen stehen lassen wollen. Den privaten Leuten bieten wir auf jeden Fall erstmal Datensicherheit an, Datenschutz, weil wir uns da extrem drum kümmern und deswegen auch die Schirme. Genau. Allerdings implizieren ja die umgekehrt aufgestellten Regenschirme, dass die Gefahr von unten nach oben kommt. Nee. Also die Gefahr kommt nicht von den Nutzern aus, sondern aus dem Internet. Also ich glaube, da gibt es einfach von beiden Seiten Gefahren und wer wirklich böswillig unterwegs ist, der wird das auch tun. Ne? Das alles und noch mehr jetzt in Netzprediger 32 auf Massengeschmack TV in HD oder als Podcast. Ich freue mich drauf und ihr auch.